willkommen bei Matur Racing in der Box 15. Mein Name ist Burak. Wir hatten jetzt die erste kleine Trainingsfahrt. Wir haben jetzt einfach mal eine Test- und Einstellfahrt gemacht, wo wir geprüft haben, ob alles so ist, wie es sein soll. Das heißt, ob die Schrauben alle fest sitzen, ob das Fahrwerk so tatsächlich eingestellt ist, wie es sein sollte, ob die Fahrer damit klarkommen, Funktest, eigentlich alles einmal kurz durchprüfen. Wir haben jetzt nicht mehr Runden gemacht als wirklich notwendig. Technische Prüffahrt kann man das nennen. Jetzt sind noch die letzten paar Einstellungen zu machen. Wir machen die Fahrzeuge noch mal kurz sauber und dann warten wir drauf, dass es nachher in die Dunkelheit starten kann. Wir haben den nagelneuen Motor noch eingefahren. Also ich habe jetzt langsam Drehzahl gesteigert, einen absoluten Funktionscheck gemacht, geguckt, ob alle Flüssigkeiten drin bleiben, zwischendurch mal reingekommen, alle Temperaturen überprüft und das war jetzt einfach so der Rollout vor dem 24-Stunden-Rennen. Wir bereiten das ganz entspannt und nach Plan vor, damit letztlich nichts schief geht. Ja. Dieses erste Qualifying von 20.30 Uhr an, das ist dann wirklich auch unser erster Rollout für alle Fahrer. Also jeder fährt dann schon mal seine zwei Pflichtrunden. Ja, fürs Material auf jeden Fall hart. Also ein ganz wesentlicher Bestandteil des Ankommens beim 24-Stunden-Rennen ist das Material. Und das Material sollte man tunlichst schonen, ganz klar. Also wir sehen das jetzt hier einfach nur als Test und Training und rollen mehr oder weniger um die Strecke und schonen das Material, bis es dann wirklich morgen darum geht. Ja.